Hey und Leute, herzlich willkommen zum Timer. Yeah, mal wieder. Bin nur gebeten worden, den Timer, den ich gebaut habe in einer anderen Welt, nochmal mit Red Power zu bauen. Und man sieht, das wird unglaublich viel kleiner. Oh, ich habe meinen Schalter vergessen. Hahaha. Das wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay. Und zwar, wenn man den aktiviert, zählt er runter. Es dauert auch hier einen Moment, bis der aktualisiert. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. Zählt genauso schön runter wie der andere. Kann es sein, dass dir Zeit fehlt? Normalerweise nicht. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nö, ich bin irgendwie eben durcheinander gekommen. Aber wenn man es sich anschaut, ist es trotzdem noch der gleiche, im größten Teil das gleiche Zeugs. Es ist ein bisschen einfacher an ein paar Stellen. Weil das Wiring deutlich einfacher ist, wenn man sich das hier anschaut. Aber im Größten und Ganzen ist es fast dasselbe wie beim anderen auch. Die Blockkisten, ich habe versucht, so ein Ding nachzubauen. Ich kann das auch nochmal zeigen, wie das ungefähr aussieht. Für jede dieser Reihen hier braucht man nämlich 3 Reihen Platz. Und die sind einfach viel, viel enger beieinander. Zurücksetzen geht natürlich genauso kompliziert wie bei Mannen. Es gibt 2 Möglichkeiten eigentlich noch hier was zu machen. Einerseits kann man natürlich versuchen, das Ganze mit diesen, wie heißen sie, diese bestimmten Dinger hier. Die Sequencer, glaube ich, heißen die. Mit den Sequencern müsste das gehen. Wenn man Sequencer immer nebeneinander schaltet und die dann automatisch weiter ticken lässt. Das ist eine Möglichkeit, vor allem eine, die man mit einem also innerhalb von wenigen Sekunden zurücksetzen kann. Oder man baut das komplette mit Red Power Computern. Was allerdings noch sehr aufwendig ist und sehr, sehr rechenintensiv. Aber ich denke, ja, dafür kann man es halt wirklich sofort zurücksetzen. Oh, nein, rechenintensiv nicht. Es ist halt sehr viel Programmierarbeit. Schätze ich. Ich habe es noch nie programmiert und ich bin auch nicht so der Red Power Programmierer. Mein OS-Programmierer, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das hier so ziemlich das, was man... Ja, man kann halt das ganze Wiring sich sparen, was beim anderen so super kompliziert ist. Ist halt hier direkt hintereinander recht einfach. Um nochmal ganz kurz natürlich auf die Sache rauszukommen, weil auch auf ich mich immer, worüber ich mich noch lustig machen muss. Das Ding habe ich jetzt in keiner zu langen Zeit gebaut. Und beim Ranched von Direwolf haben sie es immer noch nicht gebaut. Ich frage mich, was das so lange dauert. Das ist wirklich in wenigen Minuten gebaut, so ein Ding hier. Weil die Dinge hier, sobald man die einmal raus hat, wie die funktionieren, natürlich habe ich sie nicht farbig gemacht, weil es schneller gehen sollte, ist das überhaupt kein Problem mehr. Immer wieder, wie gesagt, immer die überkreuzten kombinieren. Fertig. Ich habe jetzt 2 Ticks Unterschied. Man kann das teilweise in der Sekunde Unterschied machen. Naja, Sekunde würde ich nicht machen. Aber, mindestens einen Tick. 2 Ticks ist jetzt meine Empfehlung, dadurch stottert das nicht. Und das hier ist halt deutlich stabiler und genauer vor allem als die andere Uhr, weil das halt hier durch den Red Power Timer genau 1 Sekunde Intervals bekommt. Man kann den Timer natürlich auch umbauen, dass der zum Beispiel nur die Hälfte der Sachen anzeigt, das heißt immer 2, 4, 6, 8. Damit kann man den Lag vermindern und den hier nur alle 2 Sekunden ticken lassen oder sogar nur alle 5 Sekunden. Dann muss man halt den hier auf 0 und 1 umbauen, dass der immer 5 und 0 anzeigt und dann halt immer höher ticken. Ja, das wäre wahrscheinlich das, was ich machen würde für größere Maps, wenn man das immer mitlaufen lassen will. Entweder alle 5 Sekunden oder vielleicht sogar nur alle 10 Sekunden, dass man hier immer eine 0 stehen hat und dann hier halt hoch ticken lässt. Ich weiß es nicht genau. Außerdem würde ich fast, finde ich die Piste, das Pistenmodell fast übersichtlicher als mit den Lichtern. Man kann es zwar gut sehen, aber naja. Eventuell, wenn man da ein anderes Licht hernehmen würde, zum Beispiel ein schwarzes, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar besser outen. Naja, schwarz sieht auch nicht so toll aus. Ich weiß nicht, was man am besten für eine Farbe nimmt. Ich fand es halt mit dem Obsidian vom Kontrast her am besten. Und ja, ich habe natürlich, der Nachteil ist halt wirklich, dass das lag-intensiv ist. Diese Maschinen, die hier rotieren, brauchen, das sind halt immer 16, 32 Pistons, die alle Sekunde rotieren und alle 10 Sekunden nochmal 32 mehr. Das sind dann, alle 10 Sekunden sind es mal 64 Stück. Und das sind dann einige Block-Updates und so, die ziemlich zeitintensiv sein können. Deshalb empfiehlt es sich wirklich, meiner Meinung nach, stellt das auf zum Beispiel 5 Sekunden, dadurch ist das Teil hier natürlich ein bisschen einfacher.
Dann sind halt hier immer nur Nullen und Fünfen drin. 5 Sekunden ist das Minimum, was ich bauen will, wenn ich das für eine Map immer laufen lassen will. Ansonsten ist es wurscht. Es dauert natürlich hier auch immer einen Moment, bis es startet, und diesen Lag da kriege ich nicht raus. Dieser Lag liegt daran, dass es als erstes hier ausgelesen werden muss. Ich muss mal hier den Ton kurz ausmachen. Bei mir ist es sonst zu laut. Das hier dauert immer einen Moment, bis das hier ausgelesen ist, durch den Pulsformer durch ist und dann hier drin ist. Und bis das dann wieder ausgelesen ist, das dauert halt die eine Sekunde, die das Unterschied macht. Wenn man das natürlich ändern will, kann man natürlich den hier auf 0 das reinsetzen. Und damit wird man das bei dem hier los. Bei den anderen bräuchte man komplexe AND Gates. Geht natürlich auch, aber würde ich nicht machen. Ist viel zu viel Aufwand dafür, dass es eine Sekunde Delay gibt. Wenn man das natürlich alle 5 Sekunden macht, ist es etwas einfacher noch. Oder dann kann man das schon eher in Erwägung ziehen. Und das ist dann sowieso kein großes Problem mehr. 28 Minuten 37. Ich habe die extra auf 30 Minuten gestellt, den Timer. Für den Fall, dass man das für irgendwas verwenden will. Der Download ist direkt in der Map, also die Download der Map ist integriert oder ist da wieder in der Beschreibung, meine ich. Wieder in ZIP und 7-ZIP-Version, je nachdem was, in EXE und 7-ZIP. Ich finde die EXE ist eigentlich am praktischsten, weil die einfach selbst entpacken sind. Halt einfach in Saves-Folder und fertig. Mit den Mods von Direwolf, mit der Konfiguration. Hierfür wird nur Red Power benötigt. Und zwar, ich glaube sogar nur Core und Wiring. Und eventuell Logic. Der Rest müsste nicht notwendig sein, aber ich würde es halt trotzdem einfach komplett machen. Ja. Ich werde mich natürlich nicht um Support kümmern. Wieder mal. Das ist nicht meine Sache. Wenn ihr meine Maps mit Mods haben wollt, dann holt euch diese. Oder holt euch einfach diejenigen mit, wo diese Uhr genauso funktioniert mit der Red Power Welt. Mit der Redstone Welt. Die funktioniert auf dem Vanilla Minecraft. Naja. Ja, hier, das kann man natürlich schön machen, dass man es unterirdisch schlägt oder was weiß ich nicht alles. Und ja, wahrscheinlich geht das hier vom Wiring, von der Logic, aber auch, es macht halt wirklich viel, viel einfacher, das ganze Zeugs zu wiren. Vor allem auch mit dem Keylock, den ich gebaut habe, ist natürlich auch mit Red Power deutlich einfacher, deutlich weniger fett, sagen wir es mal so. Und nicht so riesig und alles mögliche. Und dann wird man da hinten halt einmal ein Signal hier nach vorn leiten oder mit Wireless Redstone und dann hier irgendwelche Jukeboxen aufbauen, wenn man hier einen Wettkampf machen lässt, 30 Minuten dauert und dann startet man das. Ich kann natürlich jedem empfehlen, wenn man sowas haben will, so ein Challenge, dann baut man sich hier die Sachen auf, speichert die Map als ZIP oder sonst irgendwas und baut dann, also und dann startet man den Challenge und wenn man dann wieder Neues haben will, dann baut man halt seine paar Sachen um und macht das nächste. Finde ich aber halt recht praktisch. Ich schätze, ich auch mit dem Timer einiges machen werde mal, dass ich mir mal 30 Minuten Timer stelle und irgendwas versuche zu bauen. Und ja, aber ich brauche jetzt schon zum Labern 4 Minuten, wo gerade mal ein Teil nur von der Timing weg ist. Man hat halt immer diesen Lärm und wenn man Optifine nicht hat, hat man dann natürlich keine 100 Frames, sondern naja. Oder es droppt jedes Mal von 160 auf 40 Frames, sage ich mal so, wenn bei dem jetzt. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ich halte die Uhr mal wieder an. Man kann es natürlich mit einem kleinen Handgriff ändern, dass sie dauerhaft läuft, bis sie auf 000 steht. Das geht... Nein, auf 000 kriegt man sie nicht runter, weil der erst dann tickt, wenn der hier auf 5 geht. Oder auf, wenn der hier... Ja, genau. Wenn der auf 5 geht, von 50 Minuten, 59,99, dann tickt das erst. Ist zwar eigentlich eins zu spät, aber es gibt keine andere Möglichkeit, es zu lösen. Ich werde vielleicht mal demnächst versuchen, das mit einem Computer zu lösen. Der sollte dann auch 100%ige Zeiten haben. Ja. Ich denke, dass das auch möglich sein sollte, aber wir werden es sehen. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Redstone. Hoffentlich komme ich mal zu was anderem als so ein sinnloses Zeug wie das hier zu bauen. Aber das... immer wenn ihr mir irgendwas schreibt, hey, das geht, kannst du das auch so und so bauen, dann neige ich dazu, das sofort in den Kopf zu setzen. Beim Essen drüber nachzudenken und dann zu sagen, oh Mann, ich will das jetzt sofort machen und kann das nicht länger aufschieben. Das ist irgendwie so ein Drang von mir. Naja, vielleicht verpasst ihr mir wieder mit einem Drang, indem ihr irgendwas sagt, hey, bau das doch so und so. Oder bei dem anderen damals mit der Drawbridge, die ich hatte, die ich mit Wireless Redstone gebaut habe, habe ich auch gesagt. Hatte ich auch das, wo ich mir gesagt habe, Moment, das geht doch auch mit Dings. Paar Empfehlungen, das System hier ist in Ordnung. Hier
oben. Das hierhin zu tun, ist für die Programmierung äußerst schlecht, weil ich hau ja immer die Sachen hier rein und wie oft man dann gerade so die Hitbox erwischt, das sieht man jetzt hier fast so ein bisschen, ist so leicht. Natürlich ist es hier schöner, enger nebeneinander zu bauen als beim anderen. Aber ansonsten ist es halt das gleiche Zeugs. Wenn man wissen will, wie die funktionieren, schaut sich man sich das Redstone-Tutorial an. Redstone Noob Tutorial Episode 3. Wo man den 24 Stunden baut. Das hier ist halt wirklich ein Timer. Da sind halt die Zeiten rückwärts. Und wichtig ist halt wie immer, dass dieses Dings hier auf der Seite hier ist, an der Stelle, wenn da 9 steht. Beziehungsweise 5, je nachdem, was man halt für eine Uhrzeit hat. Und man muss halt immer dran denken, dass die Stellen hier 10 sind, sechsstellig mit 0 bis 5, 10, 0 bis 5 und dann die Stunden wären dann 24. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das andere und der Stundenzeiger nur 0 bis 3, was man auf 12 nochmal verbaut. Einfach wie ich es bei den anderen gemacht habe. Bei Tagen geht es dann nicht mehr. Wenn man Tage tracken will, kann man entweder einen dreiteiligen Ta Dings machen, das man bis zu 999 Tage macht. Ab dem tausendsten Tag wird es dann noch seltsam. Oder ja, ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Es gibt keine Möglichkeit, einen 300er von dem Ding hier zu bauen. Naja, okay, es gibt schon eins. Aber dann bewegt man halt nicht mit jedem Tick von dem 36 Pisten, sondern schnell mal das 10- oder 20-fache. Und dann leckt es jedes Mal utopisch. Dafür weiß man, dass man einen kompletten Minecraft-Tag gezockt hat. Aber ist es notwendig, mir einen Timer zu bauen, der mehr als einstellig die Tage trackt? Statistiken. Spielzeit. Nö, 2 Stunden, das ist ein bisschen wenig. Ich habe das wieder mal zurückgesetzt. Es dürften aber sowas von. Ich dürfte wahrscheinlich eine Spielzeit von einem Monat oder sowas in Minecraft haben, aber trotzdem. Es ist trotzdem irgendwie unnötig. Und damit würde ich jetzt sagen, sind wir wirklich am Ende. Wir sehen uns. See you, Leute. Bye-bye.